bestreitet heute ihren Kampf im Boxen. Sie hat aber natürlich in ihrer Historie noch ganz, ganz andere Sachen abgezogen. Was soll man sagen? Sie war Box-Champion in Mügla in der türkischen Provinz, interprofessionelle Box-Champion, Kickbox-Vizemeisterin. Sie war Muay Thai-Champion. Sie war EMF Cup European Muay Thai Federation, zweiter Platz EMF in Antalya 2019. Und türkische Boxmeisterschaft hat sie im Jahre 21 auf den dritten Platz belegt. Dementsprechend sehr, sehr vielseitig mit ihren, ja, ich sag mal, jungen 29 Jahren. Jetzt kommen wir aber zur ersten Runde. Angesetzt dieser Boxkampf auf mögliche 4 Runden. Da wird gleich ordentlich Druck gemacht und die Linke zieht Danka Matijasevic direkt auf den Boden, war aber kein Niederschlag. Das war einfach nur sehr, sehr viel Druck von Süngül. Erneut. Da spielt vielleicht ein bisschen Angst eine Rolle. Da duckt sie sich schon weg und Süngül nimmt es auf, geht der Gegnerin direkt, drückt sie in die Ecke, die sich nur noch ducken kann, die selber kaum an Schlägen geht. Oh, jetzt hat sie fast einen Kick versucht, das wird geahndet, wird ein Punktabzug genommen, weil das ist nicht erlaubt im Boxen. Von Süngül ziemlich weit unten. Braucht sie auch nicht, braucht noch nicht so groß zu fürchten, dass Schläge von Danka jetzt gleich kommen werden, die momentan noch flieht. Oh, die wechselt gerade die Auslage von links auf rechts Auslage. Aber sie muss jetzt mutiger werden, sonst wird das für Danka heute kein gutes Spiel. Süngül ist sonst hier sehr, sehr souverän, dominant. Und da ist sie ausgerutscht. Ja, wird aber angezählt. Okay, ich habe es als Ausrutscher gesehen. Und weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch mitmachen möchte. Schüttelt 2-3 Mal den Kopf. Und das war das Ende der ersten Runde. Zeitlupenstudie. Ja, die abgeklärtere Kämpferin, die abgeklärte Boxerin ist Süngül Aytan. Die Linke zum Kopf hat gereicht. Um den Druck auf Danka entsprechend so zu erhöhen. Ringfight, zweite Runde. Kommen wir zur zweiten Runde. Oh, die Linke zum Körper. Dieses Niederknien muss aber. Ja, wird nicht nur geahndet. Dieses Niederknien, dieses sich nicht am Kampf beteiligen, lässt Goran Filipovic hier als Ringrichter die Sache abbrechen. Vorzeitig zu Beginn der zweiten Runde.
Bitte die Kämpferinnen in die Ringmitte zur Urteilsverkündung. Und hier das Urteil. Siegerin durch TKO in der zweiten Runde nach 12 Sekunden, Songül Aiten. TKO Sieg für Songül Aiten.